Schildi, hier gibt's graue Schildis. Sind genau dieselben Madenfresser. Gut, nicht ganz so abstrus wie der Käferraucher vorher, aber Madenfresser ist trotzdem ganz arg strange, ganz ehrlich jetzt. Der Flaschengeist, ich weiß nicht, also so normale Gegner-Sprites zu reusen, wie es so heißt, die halt einfach, wie sie eben die ganze Zeit schon machen mit den Skeletten und bliblablo, einfach ein bisschen die Farbe verändern, anderer Name, andere Eigenschaften, mehr Leben, bliblablo, und dann ist ein neuer Gegner. Boah, ich habe einen Schalter gefunden, das ist der Schalter, und da drüben ist die Tür. Hammer, ich mach's richtig, zum ersten Mal in meinem Leben. Cool. Ja, das ist wie gesagt ja eins, die... Oh, danke Rubens. Die normalen Gegner zu recyceln, aber... Klick, die Bosse zu recyceln, das wird komisch, jetzt ganz ehrlich. Dann, das ist arg faul, das ist echt arg faul. Das kann man höchstens mal in Ausnahmefällen machen, dass man zeigen will zum Beispiel. Das gibt's in anderen Rollenspielen hier und da mal. Ich glaube, ich muss auffüllen. Nee, ich muss noch nicht auffüllen. Dingense. Ja, wo war ich? Dass man mal zeigen kann, ja hier, das Vieh war mal ein Boss für dich und der war mal so hart, wenn du dich noch erinnerst. Und jetzt wird dir genau dasselbe Vieh als kleiner Trash-Gegner entgegengestellt und du machst mit zwei Schlägen kaputt. Das ist dann so schön aus psychologischen Gründen wirkungsvoll, um dir zu zeigen, boah, bin ich so weit gereist und weit gekommen und stark geworden und alles super und alles toll und klasse. Aber jetzt hier nach so wenig... Ich geh mal hier runter. Hoffentlich ist das richtig. Ah, da unten ist die Tür. Ich glaube, das war nicht richtig. Aber ich weiß es nicht. Wir sehen es ja. Ich habe noch einmal. Ich weiß nicht, ob das hier dann, wie gesagt, so angebracht ist schon. Vor allem, da es gerade vor zwei Dungeons der Boss war. Es ist keine halbe Stunde her. Da war das ein Bossgegner. Der war hart wie Sau. Aber mit der Medusa jetzt hier war es ja noch schlimmer. Hm. Naja, kann man wohl denken, was man will. Ja, bitte geh tot. Ja, bitte geh tot. Hab ich gezaubert? Nee, ich hab nicht gezaubert. Ich war dran gehindert. Ja, lass doch mich zuerst. Dann ist es schneller vorbei. Gut, geh auf Rubens, ist okay. So, Kampf fertig. Geh sturben. Geh gestorbt sein. Ich glaube, ich habe immer gedacht, ah, hier ist doch der Schalter. Ich muss hier in die Tür, dann komme ich beim Schalter raus. Und es war dann immer, nee, kein Schalter, überhaupt nichts. Ich sehe die Tür dort. Ich habe schon wieder mit nachgefüllt. Ich lerne das nicht. Ich lerne überhaupt nichts. Deswegen schaue ich auch gar nicht mehr auf die Uhr. Ich habe es ja schon erklärt. Ich bin zu doof dafür. Ich würde mich immer wieder aufregen drüber. Ja, ich habe mir mal Gedanken gemacht mit einem Parallelspiel, dass ich so jetzt nicht hocheffektiv verfolgen werde, sondern vielleicht immer, wenn ich so 5, 6, 7 Videos jetzt hier in Mystic Quest gemacht habe oder so, dass ich dann vielleicht ein oder zwei Videos zwischendurch zum Abspannen und so etwas einschiebe, und zwar Contra 3 habe ich mir überlegt, das wäre eine Möglichkeit. Jetzt habe ich natürlich gedacht, okay, können vielleicht etwas schwierig aufzunehmen sein, weil es doch grafisch relativ intensiv für SNES ist und sehr viel los und die Videoencoder könnten da etwas durcheinander kommen. Aber ich habe es schon versucht und nee, das läuft wunderschön. Ich mache zwar an meinem Rechner den schlimmsten Stress mit dem ganzen Umkodieren und bliblablo, das ist furchtbar. Aber im Endeffekt ist ja eigentlich nur wichtig, dass ihr das Ganze schön seht, dass es gut aussieht für euch. Warum heilen die sich, die Penner? Super, der Kampf ist verloren, denke ich mal. Ja, zwei Hühner weg. Das eine mit Inferno. Obwohl ich resistent bin gegen Feuer, ne? Macht immer noch 159 und killt mich so. Das ist doof. Mit was greife ich an? Ich glaube, ich mache mal einen anderen Zauber. Ich habe doch noch das Windzeug hier, ne? Ich habe nicht den Windzauber, aber Wasser. Der könnte doch helfen, einen Vulkan mit Wasser herum zu hantieren. Das könnte doch was sein. Und? Yeah! Nein! Er sieht so toll aus und er macht so wenig Schaden. Das ist doof. Schwerer Treffer. Ja, immer mehr heißes Öl. Das ist sehr lecker für uns. Ich glaube, ich heile mal besser uns beide. Wir hoffen, dass er dann Schaden macht. Seht's, wie nutzlos ich bin ohne meinen Nebelaura. Aber mit ihr bin ich so super. Es ist lächerlich irgendwo. Es ist toll, aber lächerlich. Ich weiß nicht. In einem Spiel, das man ernster nehmen wird, müsste man sagen, es ist schade, es ist scheiße, es ist doof. Aber so... Naja. Ich denke, das Spiel, so doof sie es anhört, kann sich's irgendwie leisten, etwas.
Ja, greif an. Hause weg. Sehr gut. Einer weniger. Das beschleunigt die ganze Sache. Bitte, mach keine so langwierigen Attacken. Klaue. Nein. Ich wollte angreifen. Ja, es könnte reichen. Oh, gut, er hat ihn sogar allein gekillt. Vorbei. Ich bin sinnvoll. Ich bin nützlich. Ich bin überhaupt nichts. So, jetzt habe ich noch die Waffe gewechselt. Hier gibt es noch was Braunes. Nein. Ich muss aufladen. Ich muss noch heilen. Jetzt. Und. Aufladen. Na, endlich. Fünf Nebelauren. Die werden noch reichen. Ja, da guckst du doof. Ja, klar, gesagt. Nö, dann bin ich wieder verwirrt oder so ein Scheiß. Ja, und du? Auch nichts, dann ist toll. Dann bin ich zufrieden, dann ist alles gut. Warum überleben die das? Die sollen das nicht überleben. Hauen um. Ja, schön, jetzt der Nächste. Der macht... Nein, doch nicht der. Warum bin ich so langsam? Warum darf ich als Letzter? Schwerer Treffer, super. Gerade hier, wo er jetzt nicht besonders viel nützt. So, das könnte Sinn machen, wo die hier steht. Die Gorgona. Geh sterben, Gorgona. Jo, gut, das spart mir Mana. Danke, Rubens. Danke. Hüpf, hüpf. Oh ja, oh fuck. Ja, ich mach mal das Schildi hier. Die zwei Schildis und den Transvestie-Vampir. Transen-Vampir. Ja, das könnte hinhauen. So sieht er aus. Geh sturben. Okay, wo lang? Nee, braune Kisten will ich doch nicht. Ich glaube, ich fange an zu sehen, was ich mit dem Dungeon meine. Er ist groß und verworren. Kling, 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 kling. Hau halt vorbei, du nutzloser, dummer NPC. Brenn. Brenn zur Strafe für deine Unfähigkeit. Und wird zerkratzt und zerbissen. Nee, doch nicht ich. Ich bin fähig. Schaut. Seht meine Aura des Nebels, die die Madenfresser in ihren Panzer zwängt. Und treibt und ja, jetzt mach's halt wett. An einem fast toten Gegner noch einen Crit aushauen. Spaß dir doch für einen Boss auf. Bam, 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 bam.